Schalke, Liebe! Liebe! FC Schalke, ohne Legende, eine Liebe, die niemals endet. Buongiorno, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden. Ja, erstmal sorry, ich konnte gestern nicht beim Schalker-Dreisel dabei sein. War kurz drin, aber bin wieder rausgeflogen. Internetprobleme. Auch das Spiel gestern wollte ich live sehen, konnte ich auch nicht live sehen. Habe ich mir gerade angeschaut, die erste Halbzeit, aber auch immer mit Störungen. Deswegen habe ich mir die zweite Halbzeit mir gar nicht mehr angeschaut, weil dann kriegst du... Boah. Ich habe mir nur die erste Halbzeit angeschaut, 10-0. Das Spiel gegen VfB Hüls dürfen wir absolut nicht bewerten. Das war so Training. Ganz nur lockeres Trainingsspiel, wie beim ersten Training im Parkstadion, wo ich auch da war. So war das Training für mich. Ganz einfach, Trainingsspiel unter Freunden, darfst du gar nicht bewerten. Da muss man auch überlegen, gegen einen Bezirksligisten, die gerade nicht im Training sind, da waren auch welche Spieler von der Bezirksliga, die auch im Urlaub, ihren Urlaub abgebrochen haben, um gegen Schalke zu spielen. Hätte ich aber auch gemacht. Wenn ich da bei VfB Hüls gespielt hätte, hätte ich das auch gemacht. Mein Training, mein Urlaub abgebrochen für das Spiel, zurück gegen Schalke spielen und dann wieder ab in den Urlaub. Deswegen das Spiel gar nicht bewerten. Weil wenn ich das bewerte, würde ich sagen, zu wenig, 14-0. Wenn ich das wirklich bewerten würde, zu wenig. Du musst die dann mit 20, 25 Stück abschießen, wenn man wirklich... Ehrlich ist, musst du eine Mannschaft, die überhaupt nicht im Training ist, viele aus dem Urlaub gekommen ist, musst du dem 25 Stück geben oder mindestens 25 Stück. Aber das Spiel gar nicht bewerten. Tun wir überhaupt nicht bewerten, Trainingsspielen. Auf einen habe ich in der ersten Halbzeit gesehen, dieser Lee, unser Bruce Lee, nein, unser Lee, der hat Ansätze, jetzt nicht falsch verstehen, jetzt gegen einen Bezirksligisten, nein, nein, er hat aber eine Art an sich, eine Art und Weise an sich, auf die freue ich mich schon. Merkt euch, der Lee wird eine Überraschung, glaube ich. Ich beobachte den jetzt intensiver. Er wird, glaube ich, eine Riesenüberraschung in der Liga, wenn er sich nicht verletzen sollte. Wird dieser Lee eine Überraschung in der Bundesliga sein? Für mich. Für mich. Weil der hat Ansätze an sich, als Fußballer diese Bewegung, Art und Weise... Habe ich gedacht, ey, auf den bin ich richtig, richtig gespannt in der Liga. Oder jetzt in der Vorbereitung gegen andere Mannschaften, die stärker sind. Aber ich freue mich schon, auf diesen Lee bin ich wirklich gespannt. Das ist eine, wirklich, die Art und Weise hat mich an jemanden erinnert, aber das sage ich jetzt nicht, an wen. Ich freue mich schon auf diesen Lee, ehrlich. Aber dieses Spiel gegen Hüls, bitte bewertet das gar nicht, brauchen wir gar nicht. Wichtig ist, dass der Kraus sich nicht schwer verletzt hat. Das ist wichtig, dass dieser junge Bursche sich nicht schwer verletzt hat. Aber ich lese gerade, der ist nicht gravierend, war eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, okay. Nochmal Entschuldigung, dass ich am Schalke Dreisel nicht dabei sein konnte. Wer das nicht weiß, Internetverbindung rausfliegen. Jedes Mal habe ich gar keinen Bock auf so einen Livestream dann, wenn ich jedes Mal rausspringe. Nächsten Mittwoch bin ich wieder am Ball. Beim Schalker Dreisel. Ja, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Euer Schalker. Ciao, ciao. Liga! Zweite Liga! Liga!